Der Bus fährt los. Schnallt euch an. Haltet euch gut fest. Was ist hier los? Hilfe! Oh oh! Was war das? Sind alle in Sicherheit? Hm? Sieht so aus, als hätten wir eine Panne. Ich versuche es zu reparieren. Hm. Oh Mann, bist du in Ordnung? Da bin ich mir nicht so sicher. Das war furchtbar. Meine Sachen! Was ist das? Wir haben Huggy Wuggy überfahren. Jetzt frisst er die Reifen. Sei nicht so ein Freak. Sieht so aus, als hätte sich jemand den Kopf gestoßen. Es ist schlimmer, als ich dachte. Wir kommen hier nicht so schnell wieder raus. Was machen wir denn jetzt? Ich bring das in Ordnung. Als erstes müssen wir die kaputten Sitze loswerden. Bin gleich wieder da. Bye. Diesen Reifen können wir noch gebrauchen. Wofür ist diese Kette? Das wirst du gleich sehen. Der Reifen hat sich in eine Schaukel verwandelt. Ist das nicht lustig? Oh ja. Wer hat den Reifen abgenommen? Bring ihn sofort wieder an. Der Fahrer ist beschäftigt. Es war schon immer mein Traum, einen Bus zu fahren. Brumm, brumm. Weg da. Das Lenkrad ist locker. Ich werde einen Tisch daraus machen. Und, wie sieht der Tisch aus? Wow, sehr gut. Coole Idee. Was ist das? Ein Tisch? Ich habe ihn gemacht. Nicht schlecht. Ich habe da eine Idee. In meinem Rucksack sind viele nützliche Sachen drin. Zum Beispiel eine Langhantel. Ist das dein Ernst? Ich nehme ein paar Gewichte ab. Weißt du, was er vorhat? Nö. Habt ihr echt keine Ahnung? Ich habe eine Metallsäge. Und? Ich säge die Gewichte auseinander. Das machst du unglaublich. Erledigt. Ich nehme an, du brauchst Superkleber. Cool, danke. Mehr Kleber. Und schon haben wir praktische Regale. Sky, du bist so clever. Wozu brauchen wir Regale? Nur für den Fall. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Ich glaube, ich habe den Grund gefunden. Was passiert jetzt? Ich werde es reparieren. Oh, das Licht ist wieder da. Geht es nur mir so oder ist euch auch heiß? Nein, es ist wirklich heiß. Die Klimaanlage ist aus. Ich werde sie reparieren. Da müssen irgendwo Drähte sein. Es ist kochend heiß. Der Fächer hilft auch nicht. Vielleicht ist etwas im Koffer. Ja, ein kleiner Ventilator. Das tut gut. Gute Idee, Whis. Die Batterie ist leer. Ich mach das schon. Gib mir das Kabel. Was soll das? Ich habe es fast repariert. Ich verbinde die Drähte. Kleb sie mit Klebeband zusammen. Und schon bin ich fertig. Hier. Ups. Meine Haare. Gib her. Meine perfekte Frisur. Sie ist ruiniert. Was ist das? Ich lege es lieber wieder zurück. Die Hitze ist nicht zum Aushalten. Die Sonne blendet so. Ich ziehe lieber mein Hemd aus. Und verwandle es in einen Vorhang. Schon besser. Hey, wo ist die Sonne? Ich will mich sonnen. Meine Bräune muss gleichmäßig sein. Okay. Da ist sie ja. Ich habe schon überall nach dieser Radkappe gesucht. Warum macht ihr das? Ich wollte mich nur bräunen. Oh, wie kann es nur wagen? Wie soll ich jetzt braun werden? Und wenn ich diese beiden Drähte verbinde?
Jetzt ist das Eis kalt. Oh. Sorry. Oh, das muss nützlich sein. Wie findest du meine Brille? Die ist süß. Ich habe eine Idee. Die Wände sollten verziert werden. Wie wär's mit Schwarz? Nee. Diese hier ist perfekt. Reese, beweg dich. Das war's. Was sagst du? Sky, hast du gelernt, so zu malen? Ich frag mich, ob ein blinkendes Licht gut oder schlecht ist. Was ist das? Eine alte Zeitschrift. Mal sehen. Das Meer und der Strand. Ich wünschte, ich wäre dort. Willst du an den Strand gehen? Ich kümmere mich darum. Ein Pool. Ich liebe Pools. Wir brauchen diesen Pool mehr. Ich brauche richtig viel Luft. Und jetzt ist unser Pool fertig. Wow, warte kurz. Ist das eine Buschpolsterung? Ja, jetzt nicht mehr. Aber ich werde eine Rutsche daraus machen. Sie muss angesprüht werden. Fertig. Wir müssen nur noch den Pool mit Wasser füllen. Die Strandparty kann beginnen. Ich habe etwas Sand. Was ist denn hier los? Eine Poolparty. Ich bin am Verdursten. Ihr habt das ganze Wasser in den Pool reingegossen. Warum habt ihr das gemacht? Ich lege die Polsterung zurück. Warum bist du so sauer? Wie auch immer. Wir füllen das ganze Wasser wieder in die Flaschen. Oh oh. Es ist super, dass ihr hier einen Pool habt. Ich muss mein Gesicht waschen. Komm schon. Hey, es funktioniert nicht. Ich bin müde. Die Sonne geht unter. Ich werde im Bus schlafen müssen. Ich habe Pflaumenmarmelade. Meine Oma hat sie selbst gemacht. Sie reicht für alle. Danke. Ich krieg sie nicht auf. Kannst du mir helfen? Ich helfe dir. Danke für die Marmelade. Ich liebe zu Hause. Ich habe eine Idee. Aus diesem Behälter kann man eine super Taschenlampe machen. Wahnsinn. Jetzt ist es so gemütlich. Ich liebe es. Wie wär's mit ein paar Gruselgeschichten? Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Ist euch kalt? Ja, es wird kühl. Bin gleich wieder da. Ich werde ihm helfen. Was ist mit mir? Puh, ich habe mich beeilt. Warum habe ich das Hemd so eng befestigt? Was machst du da? Ich mache ein Feuer. Komm her, hier ist es schön warm. Ich habe ein Schild aus den Brettern gemacht. Jetzt werden wir sicher gefunden. Ups. Also, es war eine dunkle und stürmische Nacht. Und da war ein gruseliges Haus, in dem... Ich weiß noch, als ich klein war, haben wir uns auch immer Gruselgeschichten erzählt. Und mit Marshmallows war es noch gemütlicher. Danke. Also, eines Tages fuhr unser Bus am Rande einer Klippe. Und plötzlich rutschte das Rad auf einer Bananenschale aus. Und der Bus stürzte ab. Das ist ja furchtbar. Okay, ich mache ja nur Spaß. Der Bus fuhr eine kurvenreiche Straße hinunter. Der Fahrer verlor die Kontrolle. Und wir sind von einer Steinklippe in den Fluss gefallen. So ist das passiert. Oh Mann. Diese Geschichte ist der Grund, warum alle Marshmallows verbrannt sind. Was war das? Das werden wir bald rausfinden. Hab dich, du Fiesling. Das ist viel besser als Marshmallows. Du hast recht. Köstlich. Lecker. Ich bin müde. Leute, es ist Schlafenszeit. Ich werde das Feuer löschen. In dem Koffer muss etwas Nützliches drin sein. Eine Tasche? Nee. Oh, danke. Ich fülle sie mit Sand und schlaf darauf. Ein Seil? Nicht gut. Eine Decke? Vielleicht später. Die kann ich gebrauchen.
Ein Lolli? Cool, den kann ich gebrauchen. Der Haken ist schön fest. Eine bequeme Hängematte. Wow, eine echte Hängematte. Es ist so gemütlich. Ich habe einen Zauberstab gefunden. Und Kissen. Noch eine Decke und Tüll. Wow! Ich bin eine Prinzessin. Ein bisschen Magie. Bumm! Und ich schlafe. Alle schlafen schon. Und ich habe die Tasche noch nicht mit Sand gefüllt. Süße Träume. Endlich. Jetzt kann ich auch schlafen. Was? Ist es schon morgen? Oh nein. Blöder Eimer. Was passiert? Warum schreist du so? Feuer? Ich habe nicht genug geschlafen. Guten Morgen. Ich werde den Motor reparieren. Ich hoffe, heute werde ich Glück haben. Das hoffe ich auch. Zeit zum Zähneputzen. Wir haben nicht genug Wasser. Ich mach das schon. Wer gewinnt, darf sich zuerst die Zähne putzen. Ich habe den Motor repariert. Diesen Schlauch brauche ich. Nein, nicht schon wieder. Das Wasser kommt. Kommt her. Eins, zwei, drei. Du hast gewonnen. Wasser, ich komme. Du bist mein Superheld. Warum? Danke. Ich bin dran. Oh, es gibt kein Wasser mehr. Ich hab's geschafft. Setzt euch hin. Wir fahren jetzt los. Was hast du mit dem Lenkrad gemacht? Hast du es in einen Tisch verwandelt? Wie bist du nur darauf gekommen? Ich bringe es wieder an. Schnallt euch an. Wir fahren los. Nächster Halt, Schule. Wir sind da. Danke. Ich gehe zu Fuß zurück. Bye. Viel Glück. Puh, dieser Tag war echt hart. Hey, pass auf unser Baby auf. Klar. Gute Fahrt. Was? So viel Müll? Diese Schüler haben meinen Bus in einen Müllcontainer verwandelt. Es reicht. Keine Süßigkeiten mehr in meinem Schulbus. Nicht eine einzige Süßigkeit wird sich von mir verstecken. Kapiert? Ich bin bereit. Und meine Süßigkeiten sind sicher versteckt. Ein Siegestanz. Unser Busfahrer ist der Beste. Er ist der beste Fahrer. Ups. Keine Süßigkeiten, Cheerleader. Geh in ein anderes Team. Oh, Sio, ist dieses Buch gut? Hier ist ein süßes Lesezeichen. Aber ich will keine Marshmallows. Was? Mach es zu. Tolles Versteck. Danke, Kumpel. Hey, ich lese gerade ein tolles Buch. Das ist gutes Gehirntraining. Hi, was denkt ihr? Wie oft kann Sio unbemerkt Süßigkeiten vorbeischmuggeln? Hier ist mein neues Buch. Zeig mal her. Was für ein tolles Lesezeichen. Ist das Schokolade? Kein Essen in meinem Bus. Fang! Sehr gut. Komm noch am Samstag zu unserem Spiel. Ha, er hat die Lakritze auf meinem Helm nicht gesehen. Ich will auch in der Süßigkeitenmannschaft sein. Ein Ball ist ein tolles Versteck. Aber man kann ihn nicht wirklich werfen.
Warte, Kumpel. Bist du in der Mannschaft? Ja, ich habe jetzt Training. Moment, ich habe früher auch in der Mannschaft gespielt. Spiel mir den Ball zu. Na los, trau dich. Lass uns spielen. Nein, bitte. Okay, hier ist dein Ball. Steig in den Bus. Aha. Meine Snacks. Oh, das darf nicht wahr sein. Oh, mein süßes Notizbuch. Es riecht so lecker. Hä? Ist das Lakritze? Hey, das gehört dir nicht. Kumpel, sag Tschüss zu deinen Süßigkeiten. Oh, Polly. Sieh mal, da ist ein riesiger Lebkuchen. Er kommt direkt auf dich zu. Oh, ich habe wohl Halluzinationen. Du bist ein sehr vorsichtiger Fahrer. Ha, ich werde auch ein süßes Notizbuch haben. Buh! Oh, oh. Halt mal. Ein Wurm! Ein Killerwurm greift mich an! Ah? Da ist der! Warte! Ah, ich hab ihn! Mein Plan ist genial! Ein Hubba-Bubba-Rad! Die Süßigkeiten werden einfach außerhalb des Busses sein! Hey! Hey, halt! Mein Kaugummi! Oh nein, nicht schon wieder! Ups, tut mir leid! Ich kann nichts sehen. Wirklich? Das glaube ich dir nicht. Oh, ich verschwinde. Du kannst den Fahrer nicht austricksen. Willst du einen Zaubertrick sehen? Schau dir meinen schicken Schokoladenrucksack an. Ich will auch so einen. Bestimmt Schokolade drin. Nein, es ist nur ein Rucksack. Okay, komm rein. Warte, Kumpel. Dreh dich einmal. Was ist das? Noch ein Rucksack? Ich werde ihn mir genauer ansehen. Dieser Rucksack schmeckt nach Chips. Viel Glück, Sio. Willst du eine ganze Tüte mit Marshmallows verstecken? Das ist nicht einfach. Ach, das schaffe ich locker. Sieh zu und lerne. Was für ein weiches Kissen. Hey, Melanie. Sind das Marshmallows? Nein, das ist nur mein Nackenkissen. Okay, komm rein. Hey, was ist das? Verbotene Süßigkeiten? Nein, nur ein Kissen. Okay. Hey, Sio, was ist in deinem Kissen? Mein Saft. Ich sollte lieber aufpassen. Neuling, du hast das falsche Kissen gewählt. Wartet. Habt ihr Süßigkeiten dabei? Das werden wir ja sehen. Dreh dich einmal. Okay, komm rein. Hi. Diese Schachtel sieht verdächtig aus. Darf ich sie mir ansehen? Ich kann sehen, dass da etwas drin ist. Sie ist leer? Klar ist sie leer. Darf ich reingehen? Loser! Leute, seht mal, was ich versteckt habe. Aber da ist doch gar nichts drin. Klar ist da was drin. Tada!
Wow, so viele Süßigkeiten. Was für eine clevere Idee. Hi, das ist meine Freundin. Sieh dir unsere Pop-Tubes an. Wow, cool. Kommt rein. Hm. Ich habe mir auch etwas überlegt. Was hast du da? Pop-Tubes. Warum so viele? Lass mich. Oh, oh, nein. Da du keine Süßigkeiten mehr hast, kannst du reinkommen. Und das behalte ich. Warte, Einstein. Was hast du da? Snacks? Nein, das sind nur meine Geometrie-Hausaufgaben. Ich versuche, diese Aufgabe zu lösen. Sehr gut, Nerd. Komm rein. Matheaufgaben sind echt schwer. Hey, willst du ein paar Süßigkeiten? Wow, tolle Idee. Jungs, habt ihr Süßigkeiten versteckt? Danke. Hey, es gibt nur noch eine Aufgabe. Und nichts Süßes. Wo sind die ganzen Süßigkeiten? Was habt ihr da? Ich habe mich am Arm verletzt. Also habe ich einen schnellen Gips bekommen. Ein Chips-Gips? Sieht verdächtig aus. Komisch. Du hast ja gar nichts drin. Du kannst reinkommen. Und was ist mit dir? Keine Süßigkeiten? Komm rein. Keine Süßigkeiten werden sich von mir verstecken. Nicht ein einziger Mensch mit Snacks. Ich pass ganz genau auf. Hey Mädels. Relax. Hier ist deine Süßigkeit. Habt ihr mich nicht erkannt? Ich bin's. Sio. Ich trage eine Skittles-Tarnmaske. Lecker, oder? Wow. Krieg ich auch etwas ab? Hi, ihr Lieben. Vergesst nicht, einen Kommentar zu hinterlassen. Abonniert unseren Kanal. Lasst ein Like da und klickt auf die Glocke.